Hey du. Nicht so laut. Als Zarathustra 30 Jahre alt war, verließ er seine Heimat und den See seiner Heimat und ging in das Gebirge. Hier genoss er seines Geistes und seiner Einsamkeit und wurde dessen 10 Jahre nicht müde. Endlich aber verwandelte sich sein Herz. Und eines Morgens stand er mit der Morgenröte auf, trat vor die Sonne hin und sprach zu ihr also: Du großes Gestirn, was wäre dein Glück, wenn du nicht die hättest, welchen du leuchtest? 10 Jahre kamst du hier herauf zu meiner Höhle. Du würdest deines Lichtes und dieses Weges satt geworden sein, ohne mich, mein Adler und meine Schlange. Aber wir warteten deiner an jedem Morgen, nahmen dir deinen Überfluss ab und segneten dich dafür. Siehe, ich bin meiner Weisheit überdrüssig, wie die Biene, die des Honigs zu viel gesammelt hat. Ich bedarf der Hände, die sich ausstrecken. Ich möchte verschenken und austeilen, bis die Weisen unter den Menschen wieder einmal ihrer Torheit und die Armen wieder einmal ihres Reichtums froh geworden sind. Dazu muss ich in die Tiefe steigen, wie du des Abends tust, wenn du hinter das Meer gehst und noch der Unterwelt Licht bringst, du überreiches Gestirn. Ich muss gleich dir untergehen, wie die Menschen es nennen, zu denen ich hinab will. So segne mich denn, du ruhiges Auge, das ohne Neid auch ein allzu großes Glück sehen kann. Segne den Becher, welcher überfließen will, dass das Wasser golden aus ihm fließe und überall hin den Abglanz deiner Wonne trage. Siehe, dieser Becher will wieder leer werden und Zarathustra will wieder Mensch werden. Also begann Zarathustras Untergang. Zarathustra stieg allein das Gebirge abwärts und niemand begegnete ihm. Als er aber in die Wälder kam, stand auf einmal ein Greis vor ihm, der seine heilige Hütte verlassen hatte, um Wurzeln im Walde zu suchen. Und also sprach der Greis zu Zarathustra: Nicht fremd ist mir dieser Wanderer. Vor manchem Jahre ging er hier vorbei. Zarathustra hieß er, aber er hat sich verwandelt. Damals trugst du deine Asche zu Berge. Willst du heute dein Feuer in die Täler tragen? Fürchtest du nicht des Brandstifters Strafen? Ja, ich erkenne Zarathustra, rein ist sein Auge, und an seinem Munde birgt sich kein Ekel. Geht er nicht daher wie ein Tänzer? Verwandelt ist Zarathustra, zum Kind ward Zarathustra, ein Erwachter ist Zarathustra. Was willst du nun bei den Schlafenden? Wie im Meere lebtest du in der Einsamkeit und das Meer trug dich. Wehe, du willst ans Land steigen? Wehe, du willst deinen Leib wieder selber schleppen? Zarathustra antwortete: Ich liebe die Menschen. Warum, sagte der Heilige, ging ich doch in den Wald und in die Einöde? War es nicht, weil ich die Menschen allzu sehr liebte? Jetzt liebe ich Gott, die Menschen liebe ich nicht. Der Mensch ist mir eine zu unvollkommene Sache. Liebe zum Menschen würde mich umbringen. Zarathustra antwortete: Was sprach ich von Liebe? Ich bringe den Menschen ein Geschenk. Gib ihnen nichts, sagte der Heilige. Nimm ihnen lieber etwas ab und trage es mit ihnen. Das wird ihnen am wohlsten tun, wenn es dir nur wohl tut. Und willst du ihnen geben, so gib nicht mehr als ein Almosen und lass sie noch darum betteln. Nein, antwortete Zarathustra, ich gebe kein Almosen, dazu bin ich nicht arm genug. Der Heilige lachte über Zarathustra und sprach also: So sieh zu, dass sie deine Schätze annehmen.
Sie sind misstrauisch gegen die Einsiedler und glauben nicht, dass wir kommen, um zu schenken. Unsere Schritte klingen ihnen zu einsam durch die Gassen. Und wie wenn sie nachts in ihren Betten einen Mann gehen hören, lange bevor die Sonne aufsteht, so fragen sie sich wohl, wohin will der Dieb? Geh nicht zu den Menschen und bleibe im Walde. Geh lieber noch zu den Tieren. Warum willst du nicht sein wie ich, ein Bär unter Bären, ein Vogel unter Vögeln? Und was macht der Heilige im Walde? Fragte Zarathustra. Der Heilige antwortete, ich mache Lieder und singe sie, und wenn ich Lieder mache, lache, weine und brumme ich, also lobe ich Gott. Mit Singen, Weinen, Lachen und Brummen lobe ich den Gott, der mein Gott ist. Doch was bringst du uns zum Geschenke? Als Zarathustra diese Worte gehört hatte, grüßte er den Heiligen und sprach, was hätte ich euch zu geben? Aber lasst mich schnell davon, dass ich euch nichts nehme. Und so trennten sie sich voneinander, der Greis und der Mann, lachend gleich wie zwei Knaben lachen. Als Zarathustra aber allein war, sprach er also zu seinem Herzen, sollte es denn möglich sein? Dieser alte Heilige hat in seinem Walde noch nichts davon gehört, dass Gott tot ist.